Ja, ich sitze hier mit Nicolas Rienhösel. Er ist Leiter der Abschiebeeinrichtung in Büren. Herr Rienhösel, Sie sind jetzt seit knapp 2 Jahren Leiter hier. Es hat sich eine Menge verändert, auch das Klientel. Können Sie kurz beschreiben, wie es dazu gekommen ist? Was ist in den letzten 2 Jahren passiert? Als 2015 die Einrichtung hier eröffnet wurde, ging man davon aus, dass man vor allen Dingen ja auch Familienväter unterbringen würde oder man hat auch Frauen untergebracht. Mit dem Attentat von Anis Amri hat sich aber der Fokus da deutlich verschoben. Das heißt, seit ungefähr 2 Jahren haben wir vor allen Dingen jüngere Männer, jüngere alleinreisende Männer und die haben eben, auch das war 2015 so wohl nicht in den Vorstellungen vorhanden, die haben eben auch mit einem hohen Anteil von über 50% eine strafrechtliche Vorgeschichte. Das sind auch Straftaten dabei, die eben für den Vollzug hier in der Einrichtung relevant sind, also von Gewaltdelikten, Drogendelikten mit hohen Anteilen. Und das macht sich dann eben auch bemerkbar, wenn man sich den Vollzugsalltag hier anschaut, dass eben auch Gewaltpotenzial oder eben das Potenzial, was sich aus Drogenmissbrauch ergibt, dass sich das eben auch hier in der Einrichtung entsprechend bemerkbar macht. Das ist sicherlich eine wesentliche Veränderung, zusammen mit der grundsätzlichen Frage, dass eben die Belegung sich natürlich auch deutlich verändert hat. Wir haben damals eher 50 Leute so ungefähr hier untergebracht. Wir sind inzwischen bei einer Vollbelegung mit ungefähr 140 Personen. Und Sie sind jetzt auch ausgelastet? Wir sind im Moment so in etwa ausgelastet. Wir haben ja jeden Tag Zugänge und Abgänge. Also das heißt, es ändert sich auch jeden Tag die Belegung und damit auch die Frage, wie viele freie Plätze wir haben. Aber so in etwa sind wir im Moment ausgelastet, ja. Jetzt will das Land NRW ja die Bedingungen weiter verschärfen. Ist da ein neues Gesetz in Planung? Halten Sie das für richtig? Also wir kommen ja von einer sehr liberalen Ausgangslage. Das heißt, die Haftbedingungen sind ja grundlegend anders als in Strafhaft. Sieht man daran, dass hier sehr lange Zeiten sind, in denen sich die Untergebrachten bei uns in der Einrichtung frei bewegen können. Sie können ihr Handy nutzen, sie können Bargeld nutzen, sie können sehr umfassende Freizeitmöglichkeiten nutzen. Dass da an der einen oder anderen Stelle das auch vollzuglich Probleme macht, das hat sich eben in den letzten 2 Jahren gezeigt. Zum Beispiel, dass Bargeld eben auch ermöglicht hat, die Nutzung von Bargeld hier ermöglicht hat, dass es ja, dass man handeln konnte mit allen möglichen Dingen, Medikamenten und Drogen, mit den Handys, dass eben hier Aufnahmen auch gemacht wurden, weil Kamera-Handys eben ermöglichen, dass man hier auch Aufnahmen aus der Einrichtung dann irgendwo hinsetzt, weil sichere Versiegelungsmöglichkeiten für die Kameras nicht bestehen. Und das sind so Ansatzpunkte, wo wir sagen, zum Beispiel kein Bargeld, weil es eigentlich auch nicht gebraucht wird. Alles andere läuft hier bargeldlos oder dass eben Kamera-Handys künftig verboten sind. Das sind für uns dann schon durchaus wesentliche Punkte, die eben den Vollzugsalltag auch erleichtern werden. Jetzt soll die Einrichtung ja erweitert werden. Können Sie da schon irgendwie eine Zeitvorgabe machen, wann das soweit ist? Also wir sind baulich in der Lage, 175 Personen unterzubringen. Für uns das Nadelöhr ist das Personal und wir wollen eben ein gut ausgebildetes Vollzugspersonal hier einsetzen. Das dauert. Wir wollen eben diese 175 sicherlich so schnell wie möglich erreichen, weil die Nachfrage da ist, weil auch der politische Wunsch da ist, aber nicht zulasten der Qualität. Es wird mit der Gesetzesänderung eine beschränkte Möglichkeit geben, auch eine Doppelbelegung zu ermöglichen, also das, wo bisher die Einzelbelegung von Hafträumen vorgesehen ist, dann eine Doppelbelegung zu ermöglichen, was gewisse Kapazitätswirkungen schaffen wird, aber im kleinen Rahmen. Wir wollen das allerdings dann auch möglichst auf freiwilliger Basis jeweils im Einzelfall umsetzen. Zum anderen müssen wir eben sehen, dass wir die Bemühungen um die Ausbildung weiter so hoch halten, wie wir sie im Moment schon haben. Und diese Bemühungen, die werden wir fortsetzen und das wird uns dann eben auch weiter ermöglichen, die Kapazitäten dann schrittweise bis zur baulichen Grenze zu erhöhen. Ausbildung dauert naturgemäß immer lange, es ist nicht von heute auf morgen gemacht, aber wir sind da auch auf einem guten Weg.